Tja, jetzt ist es passiert, ne? Wenn Lindenblüten auf dem Lack schon schlimm sind, ist Baumharz die Härte. Aber nicht verzagen, auch dafür gibt es Mittel und die zeigen wir euch heute. Keiner mag Flecken auf dem frisch geputzten Auto und gerade nach der Wäsche fällt ja meistens auf, dass Harz dabei war beim Schmutz, den man auf dem Auto hatte. Jetzt heißt es schnelles Handeln, weil wenn die Flecken noch weich sind, kriegt man sie gut runter. Wenn sie hart sind, muss man mit anderen Mitteln arbeiten. Aber fangen wir erstmal bei diesen Flecken an, weil die sind ganz frisch. So, wir haben einmal natürlich hier einen Riesenlatschen, der muss irgendwie von der Baubohle, keine Ahnung, wo ich mit denen eingefangen habe. Auf jeden Fall sind diese drei Sachen hier passiert. Wir haben einen hier so ein bisschen auf der Kante, hier brauchen wir Mittel, was nicht wegläuft. Deshalb nehmen wir dafür ein ganz klassisches Hausmittel, nämlich Rasierschaum. Und hier vorne probieren wir es mit Türschlossenteiser. So, und ich bin gespannt, ich werde das beides mal auftragen und dann schauen wir mal, was passiert. Weil wichtig ist nämlich, dass wir den Fleck auflösen und sachte abtragen. Weil was nämlich auch passieren kann, dass in den Flecken sich natürlich schon so Steine, die so durch die Gegend geflogen sind oder feiner Sand, hier drinnen mit ansammeln. Wenn wir jetzt natürlich hier wild drauf rumruppeln, zerkratzen wir den Lack. Das will natürlich auch niemand. Na, ich bin gespannt. So, jetzt haben wir hier Rasierschaum und den lassen wir jetzt lange einwirken, weil Rasierschaum braucht ein bisschen, man sagt so 15 Minuten. Ich bin echt auf das Ergebnis gespannt. So, und hier für diese Flecken benutzen wir jetzt Türschlossenteiser. Ganz wichtig ist, ohne großen Druck, auch wenn das hier so aussieht, ich lasse es wirklich nur rübergleiten. Aber dadurch, dass der Türschlossenteiser das sofort aufnimmt oder anlöst, so kann man sagen, ist es jetzt erstmal weg. So, jetzt haben wir hier, wenn man rübergleitet, merkt man, ist kein Widerstand mehr. Also ich habe den Wachs komplett aufgenommen oder den Harz. So, jetzt sofort wieder mit einem feuchten Tuch drüber. Und hier mal achten, wenn ihr jetzt noch merkt, hier ist irgendwo noch Widerstand, dann natürlich nochmal ran. So, in diesem Fall haben wir das nicht. Jetzt haben wir hier alles aufgenommen. Sehr schön. Tja, und der Fleck ist weg. Komplett. So, das Ganze werden wir später noch ein bisschen polieren. So, das ich jedenfalls machen mit Politur. Den Lack gleich wieder versiegeln, dass da gar nichts passieren kann. Da ist oben angegriffen. Darunter das Weiche kann man jetzt auch nehmen. So, jetzt klebt hier schon mein Tuch fest. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen Materialmord, wie man so schön sagt. So, das sieht doch sehr gut aus. Hier ist offensichtlich alles abgetragen. Jetzt ist natürlich auch eins passiert, dadurch, dass wir jetzt hier mit Türschlossenteiser rübergegangen sind. Den Lackschutz, den ich vorher aufgetragen habe, den gibt es jetzt an dieser Stelle natürlich nicht mehr. Der ist auch mit hochgegangen. Das heißt, ich werde jetzt diese Stelle definitiv nochmal polieren, ne? Schön versiegeln. Lackpflege ist immer wichtig. Und dann widmen wir uns diesem Fleck, und zwar den letzten, den wir haben. Und der ist ja mit Rasierschaum bearbeitet. So, jetzt sehen wir natürlich, dass der Rasierschaum natürlich gut abgetragen hat, aber nicht einen kompletten Fleck. So, jetzt können wir natürlich nicht so schnell arbeiten, wie wir es gerade mit dem Türschlossenteiser gemacht haben. Wir müssten jetzt wieder Rasierschaum auftragen, den wieder einwirken lassen, wieder abnehmen. Wenn man Zeit hat, ist es auf jeden Fall die sanftere Methode, um auf den Lack zu arbeiten. Weil Türschlossenteiser natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen aggressiv ist. Ja, also wenn ihr die Zeit habt, Rasierschaum jetzt nochmal auftragen, den Rest aufnehmen und dann ist der Fleck auch weg. Was machen wir aber, wenn der Baumharz echt hart geworden ist? Also bestimmt nicht mit dem Finger abholen, weil das ist nicht gut für den Lack. Eine Methode, die ich sehr gerne verwende, wenn die Flecken kleiner sind, ist sogenannte Reinigungsknete. Das heißt wirklich so, direkt für das Auto, das sieht so aus. Den sprüht man ein bisschen ein, da gibt es diesen Detailer dazu, was nichts anderes ist als ein Gleitmittel, also ein Reinigungsmittel. Sprüht den Lack ein und geht dann sanft über den Fleck rüber, wirklich ganz sanft. Und der Harz verhakt sich dann in der Knete und wird mit abgetragen. Ist wirklich eine schöne Art, um Baumharz, wenn er hart ist, vom Lack runterzukriegen. Eine andere Sache ist, wird immer wieder oft empfohlen, ist Nagellackentferner. Beim Nagellackentferner ist es ganz wichtig, dass er acetonfrei ist, weil Aceton doch nicht so nett zum Lack ist. Ne? Also das würde auch gehen, aber hier ist ganz wichtig, wenn ihr damit gearbeitet habt und habt den Fleck entfernt, sofort den Lack wieder versiegeln, dass er lange schön glänzt und geschützt bleibt. So, ich hoffe in diesem Sinne, wir konnten euch helfen bei eurem Baumharzproblem. Das erwischt uns alle mal, ist nicht schlimm und wenn man dran bleibt, ist er auch schnell wieder weg. In diesem Sinne,